In diesem Video schauen wir uns die neue Flashback-SBC von Harry Kane genauer an. Lohnt sich diese Karte? Wie immer schauen wir uns zunächst mal die Spielerbio an. Kane spielt bei Tottenham in der Premier League und kommt aus England. Als Spielerarbeitsraten hat er hoch, er hat leider nur 3 Sterne Skills, aber dafür 5 Sterne Weakfoot. Bei den Tempowerten ist die Sprintgeschwindigkeit mit 93 wirklich stark. Der Antritt könnte hier etwas besser sein. Richtig stark ist er beim Schuss, hier hat er 94, hier sind alle Werte wirklich richtig stark. Mit 87 kann auch noch gut passen, hier speziell die Übersicht mit 91 und der lange Pass wirklich richtig gut. Beim Dribbling sind Balance und Beweglichkeit noch in Ordnung, hier kann man mit dem Chemistry Style aber noch was rausholen. Mit 93 kann er auch noch gute Kopfbälle, die Physis ist mit 86 relativ gut, hier speziell die Stärke wirklich richtig stark. Als Spielereigenschaften hätte Kane unter anderem den Außenrissschuss. Seine Stats kann man mit einem Engine auf jeden Fall nochmal richtig pushen. Speziell Balance und Beweglichkeit werden hier nochmal verbessert. Kommen wir nun zu den Linkmöglichkeiten. Kane kannst du wirklich gut verlinken, beispielsweise mit Ellie, Son oder auch Sterling. Hier gibt es aber insgesamt wirklich viele Möglichkeiten. Für die SBC hast du noch 30 Tage Zeit. Insgesamt musst du hier 4 Teams abgeben, ein 83er, 84er und 86er Team mit jeweils einem Inform und ein 88er Team. Das Ganze kostet dann rund 430.000 Münzen. Neben der Karte bekommst du noch Packs mit ca. 15 seltenen Goldspielern. Kommen wir zu Spielern mit ähnlichen Werten. Die Icardi Flashback SBC, die auch wirklich richtig stark ist, hat 215.000 gekostet. Die Futiro Karte von Di Natale gibt's für 270.000 und Shevchenko für 300.000. Lass doch jetzt gerne mal ein Abo da, um keine weiteren SBC Videos mehr zu verpassen. Schauen wir zunächst mal in die Liga. Der normale Ronaldo kostet 270.000 und ist auch wirklich ähnlich. Lukaku Wants to Watch liegt bei 210.000 und Watkins Headliner gibt es für günstige 80.000. Unsere Community hat auch wieder abgestimmt und ist insgesamt eher für ein Lassen. Hauptsächlich eben wegen den 3 Sternen Skills. Wenn du wissen willst, was die besten Skills für 3 Sterne Skiller sind, dann kannst du gerne mal das Video in der Infobox auschecken. Sollte man die SBC also eher machen oder lassen? Die Werte von Kane sind wirklich richtig gut, vor allem was die Schusswerte angeht. Balance und Beweglichkeit sind leider nicht ganz so nice, die kann man aber mit einem Engine nochmal wirklich verbessern. Ebenfalls kannst du ihn wirklich top verlinken. Kane hat zwar 5 Sterne Weakfoot, dafür aber leider nur 3 Sterne Skills. Dazu ist die SBC mit über 400.000 auch echt nicht günstig. Wir würden dir hier eher von der SBC abraten und dir andere Alternativen empfehlen. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du es gerne mit deinen Freunden teilen, damit sie diese SBC auch nicht verpassen. Lass jetzt gerne noch ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Video.